Lars Bender, 0:3 verloren gegen den Chemnitzer FC. Die Fortuna war mal eine Heimmacht, jetzt hat man 4 Spiele zu Hause in Folge verloren. Wie traurig stimmt dich diese Negativserie? Ja, es ist auf jeden Fall sehr traurig, weil wir uns, denke ich, was ganz anderes vornehmen. Halt, wir wollen den Zuschauern schon hier was bieten. Das ist in den letzten 4 Heimspielen überhaupt gar nicht gelungen und müssen uns die Kritik natürlich gefallen lassen. Die Fortuna war lange auch eine Offensivpower und eine Offensivmacht. Jetzt sitzt viel Offensivpotenzial draußen. Ich glaube, du warst zeitweise auch Stürmer. Kann man so einen Personalverlust dann vielleicht auch irgendwann nicht mehr auffangen? Ja, das weiß ich nicht. Auf jeden Fall. Ich denke, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht bis zum 1-0. Das war dann halt total bitter, weil das durch eine Einwurfsituation passiert ist. Ansonsten finde ich, hatten wir das eigentlich ganz gut gemacht. Aber ja, klar, natürlich haben uns heute Spieler wie Jules zum Beispiel gefehlt, der vorne richtig Alarm machen kann, aber ja, das darf keine Ausrede eigentlich sein. Wir hatten schon gute Leute auf dem Platz und ja, bitter, dass jetzt 3-0 ausgegangen ist. In Bremen ist euch viel Ballast abgefallen, wenn man mehr oder weniger die finalen Schritte gemacht hat zum Klassenerhalt. Man hat aber noch ein großes Ziel in dieser Saison am 28. Mai. Droht ein bisschen die Gefahr, dass die Saison bis dahin vor sich hin plätschert? Ja, das hoffe ich nicht. Also ich denke mal, dass auch jeder von uns so denkt wie ich, dass wir jetzt hier nicht die letzten paar Spiele hier rumdümpeln und die Spiele abschenken wollen. Ich denke, wir wollen das schon, dass es rechnerisch alles halt sicher klappt mit dem Klassenerhalt. Und dann haben wir ein bisschen Zeit, um uns auf Pokal vorzubereiten. Aber ich denke, ja, hier die Spiele will keiner extra abschenken. Und ja. Danke dir. Ramdi Damani, 0:3 verloren gegen den Chemnitzer FC. 4. Heimspielniederlage in Folge. Wie traurig. Stimmt dich dieser Negativrekord? Ja, schon sehr. Normalerweise sind wir ja dafür bekannt, sehr heimstark zu sein. Und gerade heute haben wir gedacht, schaffen wir es nach den letzten 3 Niederlagen, etwas wirklich dann die Wende zu schaffen. Aber es ist uns nicht gelungen heute. Es war ein sehr komisches Spiel. Von außen war es sehr ruhig. Auf dem Platz hatte man so das Gefühl, es fehlt auch die komplette Spannung. Spielt das eine Rolle? Ja, ich meine, wir wussten ja vorher, beide Teams hatten die gleiche Punktzahl. Da war jetzt nicht der absolute Druck da, aber letztendlich geht es hier um ein Punktspiel und das will man halt gewinnen. Und so wollten wir eigentlich auch das Spiel starten und beginnen, aber haben es nicht hinbekommen. Der Klassenerhalt ist ja trotzdem zum Greifen nah. Man hat aber noch ein großes Saisonziel mit dem Bitburger Pokalfinale gegen die Viktoria. Das Finale ist noch weit weg. Wie kriegt man die Spannung die nächsten Spiele und Wochen transportiert? Ja, man muss halt gucken, dass man vielleicht individuell steuert. Dass man vielleicht ein bisschen Kräfte sammelt für die nächsten Tage oder Wochen, um dann halt irgendwann die Kurve dann zu kriegen, dass wir dann wieder komplett am 28. Mai dann total auf Spannung sind. Danke dir. Dankeschön. Uwe, 0:3 verloren gegen den Chemnitzer FC. 4. Heimspielniederlage in Folge. Negativrekord für die Fortuna in der 3. Liga. Wie frustrierend ist das für dich? Ja, ich habe ja eben gerade gesagt, dass ich das Spiel heute unter 2 verschiedenen Perspektiven beurteile. Das eine ist so die emotionale Seite und die besagt natürlich ganz klar, dass ich da schon sauer und enttäuscht bin. Weil ich glaube, man muss schon sehr, sehr vorsichtig sein, wie viel man seinen eigenen Fans zumuten kann. Und da sind 4 Heimniederlagen nacheinander natürlich nichts, mit dem wir irgendwo prahlen können. Und das entschuldigt auch nicht die Personalsituation. Ganz klar hätte ich mir da mehr Wehrhaftigkeit gewünscht und logischerweise auch eine bessere Umsetzung der Spielidee. Auf der anderen Seite, und dann komme ich eben mehr so zu diesem rationalen Bereich, muss ich ganz klar sagen, dass es natürlich schon klar ist, dass wenn uns 6 herausragende Stammspieler fehlen, dass wir dann möglicherweise zu den Drittligisten gehören, die das so nicht kompensieren können. Und wenn dann ein Spiel so läuft wie heute mit einem 0-1 aus dem Nichts heraus, dann wird es für uns sehr, sehr schwierig, das zu begradigen. Für mich war es heute sehr, sehr wichtig, mal zu sehen, wie bewähren sich diverse Spieler, die nicht so viele Spielminuten gesammelt haben. Das ist ganz, ganz wichtig. Es war für mich auch mal wichtig zu sehen, wie konsequent können wir eine Spielidee, die sich etwas unterscheidet vom Gegner, auch durchspielen, auch in schwierigen Situationen durchspielen, weil das sind Lernprozesse, die wir ein Stück weit auch mitnehmen müssen. Nichtsdestotrotz ist es natürlich schon frustrierend, wenn du zwar unterlegen bist, aber die Art und Weise des Zustandekommens von Toren wieder sehr, sehr naiv ist. Denn nochmal, das erste ist ein Einwurf, wo wir eine klare Überzahl in Ballnähe haben und trotzdem kommt Chicotta im Strafraum frei zum Abschluss, weil er sich absetzt nach einer Ablage mit einem Freilaufverhalten, was nicht verfolgt wird. Das 2-0 ist eine Eckballsituation, bei der der Kleinste des Gegners im Strafraum an den Ball kommt. Der Ball ist, weiß ich nicht, gefühlt maximal 1 Meter hoch durch den Strafraum geflogen. Das hat dann am Ende ja nicht mehr so viel mit eigentlicher Qualität zu tun, sondern sowas könnte auch ein niederklassiger Spieler verteidigen, wenn er es verteidigen will. Und das, glaube ich, hat uns heute einfach gefehlt. Du hast die Personalsituation jetzt schon angesprochen. Vielleicht auch deswegen kamen heute die 3 Winterneuzugänge. Das erste Mal alle von Anfang an. Wie hast du die 3 gesehen?
Cedric, finde ich, hat in sehr, sehr vielen Momenten gezeigt, weswegen wir ihn geholt haben. Es war stabil, es war extrem kopfballstark, auch mit sehr ordentlichen raumgreifenden Dribblings. Ich finde, er hat in Summe ein relativ stabiles Spiel gemacht. Was mir bei ihm noch ein bisschen fehlt, ist so die Galligkeit vorm gegnerischen Tor. Wenn man auch sagen muss, dass die Standards nicht so gut heute gekommen sind, aber da wünsche ich mir von ihm natürlich noch mehr Torgefahr. Bei Christopher Theisen war es mit Sicherheit so, dass er ganz ordentlich ins Spiel reingekommen ist, dass er eine ganz gute ein ganz gutes Positionsspiel hat, aber er muss sich einfach, und das ist einfach in dieser Liga so, an Härte und Spieltempo gewöhnen. Wir sind keine Mannschaft, die sich über viel, viel Ballbesitz den Gegner permanent zurechtlegen kann. Bei uns geht es gerade im Zentrum sehr, sehr stark darum, eine gewisse physische Präsenz zu zeigen, dem Gegner auch das Spiel irgendwo aufzuzwingen, was uns auszeichnet. Und ich glaube, da hat Christopher, das weiß er auch, einen entsprechenden Nachholbedarf. Und das muss er logischerweise dann auch auf den Platz bringen. Und Simo Rücker? Ja, bei Simo ist mit Sicherheit noch Luft nach oben. Ich erwarte einfach von ihm mehr, weil er hat eine Vergangenheit, bei der ich einfach davon ausgehe, dass er in hektischen Spielphasen auch die Ruhe behält, den richtigen Pass spielt und einfach auch mehr Qualität in den letzten Ball bringt. Ich erinnere mich an eine Situation in der ersten Halbzeit, wo er sich hervorragend durchspielt und die Flanke dann einfach schlecht kommt. Da erwarte ich von einem Qualitätsspieler logischerweise auch mehr Qualität in der letzten Aktion. Das mag ein Entwicklungsprozess sein, man darf nicht vergessen, wie lange er nicht gespielt hat, aber ich glaube, am Ende hat das weniger mit physischen Voraussetzungen zu tun als mit dem Kopf. Und muss mir Simo logischerweise zeigen, dass er diesen letzten Schritt gehen kann. Mit die beste Offensivaktion vielleicht heute in der Partie hatte in der Endphase ist Herhard Korup. Er kam heute sehr früh, konnte sich viel zeigen. Wie ist seine Entwicklung? Ja, in Summe mit Sicherheit positiv. Ich glaube, man sagt nicht zu viel, wenn man äußert, dass er ja schon in der Bezirksliga mit Sicherheit der Unterschiedsspieler war. Und man darf eben nicht vergessen, dass der Junge nicht durch die Leistungszentren marschiert ist, sondern sich tatsächlich über einen anderen Weg nach oben gekämpft hat. Dann ist er sehr, sehr stetig in diesem Jahr gegangen und hat sich auch stetig verbessert. Ich glaube aber, dass auch Serhat heute über diese längere Phase des Spiels gesehen hat, dass zwischen Bezirksliga-Fußball und Training bei uns und dann eben Spiel gegen ein Endres oder ein Konrad nachher Rösler in der Defensive von Chemnitz, dass das nochmal ein extremer Unterschied ist. Ne? Und das ist ein Entwicklungsprozess, den ich dem Jungen sehr, sehr gerne gebe. Am Ende wäre es ja komplett falsch von diesem Spieler, spielentscheidende Aktionen zu verlangen. Da hoffst du logischerweise drauf und bist froh, wenn der Junge die Spielerfahrung dann auch entsprechend in seiner Entwicklung positiv umsetzt. Aber es wäre, glaube ich, falsch, von ihm zu viel zu erwarten. Da müssen andere Spieler in die Bresche springen, auch in dieser jetzt sehr, sehr schwierigen Situation. Und ich glaube, das haben wir heute einfach nicht gut geschafft. Danke. We'll be right back.